Schädel brummte. Ich öffnete langsam die Augen. Jedes Körperteil schmerzte höllisch. Ich bemerkte, dass ich an einem Strand lag. Ich richtete mich auf. Dann versuchte ich mich zu erinnern. An irgendwas, aber nichts. Das Einzige, was ich noch wusste, war mein Name. Und selbst bei dem war ich mir nicht sicher. Steve. Ich wankte durch die Wälder, ohne zu wissen, wo ich eigentlich war. Wer ich bin, was ich bin. Aber das sind nur Fragen. Ich schien allein zu sein. Und ich fühlte etwas. Obwohl ich nicht wusste, woher dieses Gefühl herkam, fühlte ich mich nicht einsam, sondern schuldig. Doch ich war nicht ganz so allein, wie ich dachte. Auf meinem Weg nach nirgendwo begegneten mir diverse Tiere, wie Schafe, Hühner, Kühe und Schweine. Er schien die einzigen zu sein, naja, außer mir. Hunger plagte mich. Dann sah ich ein Rind, ein prachtvolles, starkes Rind. Ich nahm einen Stein und scheuchte das Tier in eine große, dunkle Höhle. Das Rind floh hinein. Es müsste nun leichte Beute für mich sein. So dachte ich. Ich folgte ihm tief in die dunkle Höhle, bis ich es fand, tot. Ich untersuchte es und sah, dass es mit Pfeilen erschossen worden war. Das bedeutet, dass ich nicht allein war. Hallo? Ist da wer? Hilfe! Ich weiß nicht, wer ich bin, wo ich bin. Ich hörte Geklapper. Es würden mehrere Holzstücke gegeneinander geschlagen werden. Hallo? Ich bin hier! Schrie ich verzweifelt. Dann trat die Gestalt näher ins Licht. Es war ein lebendes Skelett. Erschrocken wich ich zurück. Neben ihm erschien ein, wie soll ich sagen, Zombie. Er röchelte und leckte sich bei meinem Anblick die faulenden Lippen. Doch damit nicht genug. Eine Spinne von 2 Metern krabbelte langsam auf mich zu. Dann war ich kurz abwesend. Ich sah eine wunderschöne Burg, die von Legionen dieser Wesen angegriffen wurde. Und wie sich 1000 Menschen ihnen entgegengestellt. Mit Schwert, glänzenden Rüstungen, mit Pfeil und Bogen. Dann kam ich wieder zu mir. Ich war umzingelt. Ich presste mich gegen die kalte Steinwand, als die Monster stehen blieben. Komische Laute schallten aus der Dunkelheit. Die Monster wichen zurück. Ich nutzte die Gelegenheit und rannte in Richtung Höhlenausgang. Ich drehte mich nochmal um und sah, dass die 3 Monster mir hinterhergingen. Dann traten sie zur Seite. Ich sah etwas Grünes. Die schwarzen Mundwinkel hingen herunter, als würde das Wesen ein trauriges Gesicht machen. Es hatte keine Arme, dafür 4 mit messerscharfen Klauen besetzte Füße. Es ging langsam in meine Richtung. Wieder sah ich diese Festung, doch dieses Mal auch diese grünen Horrorgestalten, die riesigen Mauern durch eine Zitation ihres Körpers in Stück gerissen. Oder sich mit ihren Krallen an den Menschen festhefteten und sich dann detonierten. Was für die Menschen natürlich den sofortigen Tod bedeutete. Wieder erwachte ich und das Wesen war näher gekommen. Ich nahm todesmutig den Stein, mit dem ich das Rind erschlagen wollte, und schlug dem grünen Ding auf den Kopf. Das Wesen kreischte und wich kurz zurück. Dann hörte ich ein leises Zischen. Sowohl durch meine Vision als auch den gesunden Menschenverstand wusste ich, dass es sich explodieren lassen würde. Deswegen tat ich das einzige Vernünftige und rannte zum Waldrand, während das Wesen explodierte und ein Krater im Boden hinterließ. Ich drehte mich unbeschadet um und sah, wie mich der Zombie und das Skelett verfolgen wollten. Sie traten ins Sonnenlicht und fingen Feuer. Die beiden jaulten auf und versteckten sich wieder in der Höhle. Ich wusste, dass ich mir also schnell einen Unterschlupf suchen musste, wenn ich die Nacht überleben wollte. So streunte ich mit knurrendem Magen durch die Wälder, bis ich Rauch erblickte. Ein Schornstein. Ich rannte so schnell wie ich konnte zu dem Rand einer Wüste. Dort erblickte ich ein kleines Dorf. Ich hörte Kinder spielen und Frauen tratschen. Ich lächelte, stolperte und alles wurde schwarz.